Die Heuschrecke hat ein Kampfgewicht von 1,5 Gramm, ein paar überaus kräftige Hinterbeine und 4 Vorderbeine, rund um sich durch Facettenaugen. Gegenüber der Mensch mit einem Kampfgewicht von 80 Kilogramm, nur 2 Beinen und 2 Armen und der Fähigkeit, räumlich zu sehen. Er hat ein Riesenhirn, aber hilft ihm das im urbanen Überlebenskampf, in dem es darum geht, schnellstmöglich Hindernisse zu überqueren, um zum Beispiel den Schulbus zu erwischen?